wenigstens ist diese Barbie eine gescheiter Ho. Sie bläst für teure Schuhe, du bläst einfach so. Du siehst aus wie ein Streber for life. Kevin Gates auch nach Club wegen Wellnessbereich. Ob wir Angst vor Jungfrau und Fuckboy haben gegen unsere Gegner, hast du Angst? Also von der Jungfrau habe ich keine Angst, die sabbert mich höchstens tot. Hast du Angst vor dem Fuckboy, Digga? Niemals. Nein, aber so, ich muss sagen, das sind schon starke Gegner. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor denen. Man muss jeden respektieren, aber Angst. Wir werden das Ding trotzdem reißen. So. Wir reißen ab. Ich mache mir da keine Sorgen. Ob Fackel und Barbie würdige Gegner sind? Auf gar keinen Fall. Ich bin mit Jungfrau hier, deswegen ist das kein Problem. Ich bin auch mit Jungfrau hier. Ja. Aber er fickt. Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja. Ja, ist kein Problem für uns. Wir nehmen er fickt. Ich fick heute auch zum ersten Mal vielleicht. Ja. Wenn ich darf. Ausnahmsweise. Fackel. Ich fick dich. Ob ich denke, dass er das bereuen wird, dass er das angenommen hat? Auf jeden Fall. Und das Ding ist, ich glaube, das wird auf jeden Fall, ja, er wird es bereuen. Kurz und knapp, er wird es. Ob Fackel und Barbie würdige Gegner sind? Auf gar keinen Fall. Walla nein. Nein, Walla Bila nein. Nein, on guard nicht. Nein, on safe guard. Safe nicht. Ich ob bin wir mit sie Jungfrau ficken wollen? Hier. Ich bin auch mit Fuckboy hier. Ja. Ob wir sie ficken heute? Wollen? Du fickst, ich schau zu. Okay. Let's go. Safe? Okay, abgemacht. Bra. Wie wir im Team so miteinander klargekommen sind. Ja, wir sind auf jeden Fall ziemlich zusammen klargekommen. Ne? Ziemlich, also, ziemlich gut. Ja. Das ging wirklich alles sehr, 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 sehr schnell. Smooth. Also sehr, sehr starke Frau, sehr kreativ. Ich lieb sie auch. Also das war wirklich... Einfach Schwestern. Also der Adoptionsantrag ist auch schon ausgefüllt. Adoptierst du mich? Nee, das war doch andersrum. Ah, okay. Ob wir Frauen Rap mögen? Ja. Kommt drauf an, wenn sie gut rappen? Auf jeden Fall. Weiß nicht. Ja, ich hab schon ein bisschen Crush auf Fucker so. Wieso? Weißt du, ich respektiere das einfach. Echt? Ich weiß nicht. Aber heute... Ich seh keine Frauen, Mann. Ich werde sie auf jeden Fall Leute auseinandernehmen trotzdem. Ich seh keine Frauen, Mann. Sie rappt gut, sie rappt schlecht. Ja, er rappt gut, genau. Er rappt. Weißt Respekt du? Ist auf jeden Fall. Immer so. Aber Frauen, Chat. Ob wir unsere Punchlines gut einstudiert haben? Digga, ich hab dich schon geschrieben im ersten Fuckgirl-Battle. Ich hab die Punchlines geschrieben, da waren die beiden noch flüssig. Ja, wirklich. Wallah. Auch wenn die älter sind, aber die waren trotzdem flüssig. Ja, die waren flüssig. Obwohl die älter sind, die waren noch flüssig. Ja, Mann. So ein Ding ist wir sind hart. Ja, wir sind Fucker. Oh, Alter! Also, was wir euch auf jeden Fall mitteilen wollen, Fuckboy und Jungfrau. Nach diesem Abend wird Fuckboy kein Fuckboy mehr sein, denn er wird gefickt werden. Und Jungfrau wird auch keine Jungfrau mehr sein, weil, tja, er wird auch gefickt werden. Und vielleicht ficken sie sich danach auch gegenseitig, ich weiß nicht. Also, schnallt euch gut an, aber ach, das haben die ja gestern schon gemacht, dieser Umschnall-Dildo, irgendwas war da. Irgendwas war da, gell? Egal, komm, gehen wir. Ob ich davon beeindruckt bin, von ihrem Werdegang, auf gar keinen Fall. Dass sie mich herausgefordert hat, ist auf jeden Fall eine harte Ansage gegen mich. Ich werde die Herausforderung annehmen und Fackel zeigen, wer Fuckboy ist. Und ich beschütze sie. Ja, Jungfrau. Ich stehe hinter dir und beschütze dich. Ja, auf jeden Fall. So, Fuckgirl, Barbie. Ja. What's up? Ja. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ich habe schon die Punchlines vorbereitet mit Jungfrau zusammen. Let's go, Alter. Der hat bei mir gepennt. Ja, Mann. Und ja. Aber so. Geiles Zuhause, wirklich, richtig. Ja, danke schön. Ich küsse deinen Bruder. Wir ficken euch. Ja, wir ficken euch. What's up? Bruder. Und ich habe den größeren Arsch, Barbie. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 47 und Tage. Willkommen bei Big Difference! Yeah! Und wir haben ein lang ersehntes Battle. Endlich ein 2-on-2. Aber was für ein 2-on-2? Wir haben hier Barbie und Fuckgirl gegen Jungfrau und Fuckboy. Warte mal! Yeah! Das wird abgehen wie Scheiße. Und wir gucken, wer von euch beiden anfängt. Wir werfen dann eine Münze. Halt mal kurz. So. Okay, sie haben entschieden, Jungfrau und Fuckboy werden beginnen. Wir werden nicht lange rumlabern. Hier ist das Mikrofon. Und wir sind hier im Kaiser Lounge. Ja. Yeah. Wir sind hier im Kaiser Lounge, Karlsplatz 17, ab 18 Uhr für euch verfügbar. Und checkt auf jeden Fall Raigeki ab, meine eigene Klamottenmarke. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Damit supportet ihr auch natürlich das Format. Und ich will nicht lange reden. Let's go. Erste Runde, Jungfrau und Fuckboy. Gib ihn. Let's go. Abbas. Ganz laut, ganz laut. Oh, fuck you, fuck you, Fuckboy. Jungfrau. Okay, check. Ja. Oh.
Nach diesem Bett sagt man, Ehre wurde genommen. Er bestellt Noten, diese Mädels sind gekommen. Ihr seid nur glücklich, wenn ihr Penisse bekommt. Ich soll zwei Frauen ficken, das ist eine weniger als sonst. Nur optische Geräte wie ein Kaleidoskop. Man nennt euch Two Broke Girls, denn ihr seid beide broke. Wenigstens ist diese Barbie nicht gescheiter Ho. Sie bläst wie teure Schuhe, du bläst einfach so. Deine Base für mich Schmutz, dein Haar ist nicht geputzt und ich laber keinen Sturz. Barbie, deine Pussy wurde tagelang benutzt. Du gehst zum Frauenarzt, er sagt ja, die ist kaputt. Nicht nur eine, die beim ersten Date sagt, fuck girl ist viel mehr als nur ein Date mit zu viel Make-up. Will was Gutes über dich erzählen, Schatz. Du bist eine kranke Rapperin, aber nur, weil du AIDS hast. Oh, nach dem Battle wirst du blau sein. Manchmal frage ich mich, wie muss der Sex mit dieser Frau sein? Ich weiß, dass mein Geld bei dir nicht ausreicht, denn du bist so wie Subway. 30 cm kosten Aufpreis. Deine Pussy ist nicht Fort Knox, ausgeleierter als hätte sie Tunnel zum Ohrloch. Wir zwei kriegen als Schauspieler sofort Jobs. Ich spiel bei 4 Blocks, du spielst bei 4 Cox. Ich bin leider ein Lauch, Leute nennen mich Jungfrau, doch am Mike fick ich Frauen. Mädel, deine Pussy ist so breit und versaut, wenn du schwanger wirst, rutscht es Baby einfach so raus. Oh. Hier haben wir zwei echte Bitches, machen verrücktes Zeug im Bett, rufen den Exorzisten. Ich werd euch nicht mal nehmen, wer's Rissen ficken. Ich hab meine Jungfräulichkeit verloren, ihr habt sie weggeschmissen. Straight Designer, Basic Shire, alle wissen, ohne Make-up ist dein Face im Eimer. So Plastik wie die Barbie, nein, so fake ist keiner. Du bist nicht von Seven, aber made in China. Alle Rapper verstehen, wenn jemand Kevin erwähnt, dann wird der Kevin extrem. Deine Pussy ist genau wie unser Battle geschehen. Beides wurde von über 2 Millionen Menschen gesehen. Starke erste Runde von Fuckboy Jungfrau. Geisteskranke. Geisteskranke erste Runde von den beiden. Ich glaube, das wird legendär. Oh mein Gott. Kommen wir direkt zu der Antwort von den zwei blonden, hübschen, jungen Damen. Und wir fangen direkt an. Let's motherfucking go. Yeah. Ihr zwei seid heute zwar in... Ihr zwei seid heute intim. Im Fick mein Leben. Komm, fick ihn einfach, fick ihn einfach, fick ihn einfach. Ey, yo, Kim. Du bist atemberaubend heiß. Barbie, ich find auch dein Outfit nice. Wem betteln wir hier mit einem Sound und Mic? Wir haben Jungfrau hier und Kevin ist auch dabei. Ja, Chucky Fuckboy ist einzig wahre Liebe. Er macht auf Sinanji FaceTime mit der Cousine. Ganzen Tag, das ist ganz schön hart. Er stellt auf Tinder seinen Filter auf Verwandtschaftsgrad. Ja, und weil er ein paar Lilien schenkt, wird er an Valentinstag zum Familienmensch. Und Kevin schiebt sich dabei richtig miesen. Er hat seiner rechten Hand ein Gedicht geschrieben. Ja, er geht in den Club und checkt da die Viper aus. Doch am Ende des Tages ist Kevin allein zu Haus. Du siehst aus wie ein Streber for life. Kevin geht Sauna-Club wegen Wellnessbereich. Kevin will doch nur ein Märchen auf Deutsch. Er denkt, das klappt, weil's im Märchen so läuft. Und Furkans Mutter steht zur Verfügung. Die wird von RTL gebucht als Dschungelprüfung. Ja, der Hund macht auf richtigen Rambo. Wird von den Priestern gefriendzoned. Zwei Blondies, aber Hund gemein. Hier zieht euch warm an für die Runde 2. Starke erste Runde von Fuck Girl und Barbie. Und jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde von Fuckboy und Jungfrau. Let's motherfucking go. Yeah, Jungfrau, Fuckboy, aka Kevin McLovin. Hier zur zweiten Runde möchte ich etwas loswerden. Ich bin ein kleiner Mann, doch möchte mit dir groß werden. Ich will dich nicht lieben, so wie jedermann. Nein, ich möchte dich lieben wie ein Ehemann. Deshalb fall ich auf die Knie, als ob ich kollabier. Dieser Ring ist ein Saphir, er kostet viel beim Juwelier. Big up, was soll das hier? Ich wollte ihr einen Antrag machen, weil ich weiß, dass sie nie einen bekommen wird. Du springst auf Fenster getroffen, du weißt, dass Sex versaut. Du machst Flecken zu Hauf. Scheiße, du bist so eine dreckige Frau. Stehst du neben echten Barbies im Laden, bist du als Letzte gekauft. Jetzt wird das Battle hart. Hier steht mein Lieblingsporno-Lesbenpaar. Hättest du die militante Veganerin in dein Bett gebracht, würde sie dich nicht lecken, weil sie Fisch nicht essen darf. Jetzt kommt eine derbe Anspielung. Dein Partnerwechsel kommt von einer schweren Erziehung. Jeden Tag bringst du einen neuen Kerl in die Siedlung. Das E in Fuck Girl steht für ernste Beziehung.
Ich will nicht mal hart sein, doch nur weil du Onlyfans machst, wirst du kein Star sein. Du laberst so viel Müll, dieser Shit kann nicht wahr sein. Wieso nennst du's FaceTime, wenn du immer nur Arsch zeigst? Oh! Scheiße, bist du ungehemmt. Du isst Pferdeschwänze, doch bist nicht beim Dschungelcamp. Jeremy Fragrance ist neidisch auf die Nutte Dan. Sie kann einen langen Schwanz am Geruch erkennen. Oh! Was für Film, ich fick da drauf. Ihr habt nur Insta-Cloud, denn ihr packt eure Titten aus. Bro, kann ich kurz auf deinen Rücken drauf? Von hier oben sehen die auch wie Bitches aus! Oh! Euch wollen wir nicht gern sehen, dass ihr schlappen seid, muss ich nicht erwähnen. Oh, du lässt dir sogar von Flair geben, deine Pussy ist zerstörter als Türkei nach dem Erdbeben. Geisteskranke zweite Runde von Jungfrau und Fuckboy. Dieses Battle wird einfach in die Geschichte eingehen. Ich gebe dir das mal zurück. So. Und jetzt kommen wir direkt zu der Antwort von Fuckgirl und Barbie. Let's motherfucking go. Yeah. Ja. Ihr seid echt hässlich. Früher machtest du Songs aus feinster Liebe. Ich meine, du hattest mehr Hits als 187. Vor zwei Jahren konntest du deinen Hype genießen. Doch jetzt sieht man, Apache ist nicht gleich geblieben. Chabos wissen, wer die Barbie ist. Doch nicht mal dein Vater weiß, wer dein Vater ist. Deine Mutter hat mit Kanaken gesext. Sie hat eine WhatsApp-Gruppe für den Vaterschaftstest. Kevin, du hast richtig Probleme. Mit dem Gesicht kannst du keine Bitches erregen. Dass du Frauen klärst, kannst du mir nicht mehr erzählen. Sogar ChatGPT lässt dich aufgelesen. Ja, Kevin, du bist ganz gechillt. Doch deine Mutter sieht so aus wie Standardskill. Und deine Berufskarriere anders will. Das ist Mitarbeiter des Monats von Hawaii Grill. Empfehle euch eine Pflegung mit Serum. Der Drehpunkt, Furkans Beweggrund ist Edo. Bewegung, du willst Erregung wie ein Rebhund? Ja, du bist ein G, doch du findest nicht den G-Punkt. Wo ist denn bitte G-Punkt? Und Frauen sagen zu Kevin, bitte G-Punkt. Und Fuckboy wird komplett verrecken. Er schafft es seit neuestem Pfosten trocken zu lecken. Wir zerreißen diese Drecksaffen und zeigen euch, dass Frauen besseren Rap machen. Wie Cardi B und Nicki aus Amerika. Runde 2 war krass, Runde 3 wird noch ekliger. Starke zweite Runde von Barbie. Mach mal Lärm! Kommen wir direkt zu der dritten Runde, der letzten Runde von Fuckboy und Jungfrau. Let's motherfucking go. Oh, fucking fucking Fuckboy. Okay, check. Ja. Yeah. Ah. Am Rundenende sind die Schlampen mir tot. ChatGPT, ich frage dich, Bro. Ey, wie viele Schwänze waren in dem Arsch von der Ho? Absturz, diese Zahl ist zu hoch. Oh. Jungfrau, doch picke ich richtig. Das Flittchen ist witzig, doch die Titten sind winzig. Ich kriege keine Matches, ich bin nicht mal 1,70. In deiner Tinder-Bio steht bitte nur Dickpics. Fuckboy, ich flow wie ein G. Wir alle wussten schon, diese Ho ist so mies. Du machst dich mit Gangbang bei dein Homies beliebt. Dein Lieblingssong ist nie ohne mein Team. Ja, ich hab noch nie am Mike gelogen. Wir beide denken anders, denn ich nehme keine Drogen. Ja, es stimmt, ich masturbier zu viel auf Weiberposen. Doch auf deinem Face war mehr Wichser als auf meiner Hose. Wir belutschen, denn ich trag Versace. Mein Name ist nicht Ken, doch ich fucke Barbie. Dünne, 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 dünne Party. Du willst auch noch ganz judge me. Ich geh nicht stupid, weil ich nicht wie du bin. Ich war in der Schule, im Instagram bist du die coolste. Selbst in deiner Twitter-Bio steht nicht she, her, sondern Hure. Oh, du bist echt nicht mehr geil. Bei ihr kann man nicht mal chillen, sie will Sex jederzeit. Du hattest so viel Dirtys aus dem Kennex im Life. Mittlerweile ist dein Türkisch besser als meins. Ja, deine Karriere ist ein großer Witz. Du hast jetzt einen Job, splitternackt vom Fotoblitz. Ja, du postest du Pics, dass du ein bisschen Kohle kriegst. An alle Jungs da draußen, ihre Fußbilder lohnen sich nicht. Ja, du buchst eine Fähre mit Zug nach Rumänien oder Flug nach Tunesien. Letztes Jahr ging es von Bermuda nach Schweden. Doch du machst keinen Urlaub, du suchst deine Ehre. Oh, ich geb mir die Kante, sie will im Club ficken, aber ich will nur tanzen. Feminismus hast du nicht verstanden. Es heißt Girl Support Girls und nicht Girl Support Schlampen. Starke, starke dritte Runde von Fuckboy und Jungfrau, warte mal Lärm. Ich zieh das nicht an. Stark, stark.
starke, geisteskranke Runde. Geisteskranke Runde von euch beiden. Und jetzt kommen wir zu der allerletzten Runde von Barbie und Fuck Girl. Das Ding kann einfach legendär werden. Na klar kann ich besser türkisch als du, du kleiner Orospu. Okay. Kevin reist in die Zukunft fort, er ist keine Jungfrau mehr am Zukunftsort. Dort fickt er sogar Frauen im Clubresort und deine Sextapes gibt es dann auf YouTube Shorts. Deine Story muss ich gut verpacken, denn deine Vergangenheit, ja sie war lustig, Bratte. Deine Geburt war auf einer Luftmatratze, dort gab's einen Kaiserschnitt, weil er Angst vor Pussy hatte. Und guck mal, wie er ganz verwirrt ist, dein Geburtsort Herne Kangakirmes. Du als Liebhaber bist echt nicht ohne, seit der Frauen fickt, steigt die Lesbenquote. Kevin, mach doch mal einen Wochentrip, nimm die Jungs und ein paar Flaschen Wodka mit. Du willst Sex? Komm, ich geb dir noch einen Tipp, zieh Perücke an und wart bis Furkan besoffen ist. Ja, du hast bis jetzt nichts geschafft. Furkan macht mit Barbie keinen Blickkontakt. Du bist kein Rapper, der mit seinem Hip-Hop kracht, sondern jemand, der in der Türkei TikToks macht. Was für toxische Männlichkeit, deine hässliche Fresse ist utopische Hässlichkeit. Barbie und Fuck Girl unerreicht, Frauen ficken im Rap, weil ihr zwei nur Pussys seid. Starke dritte Runde von Fuck Girl und Barbie macht aber ja! Oh mein Gott, was haben wir hier für ein Battle bekommen? Und die geben sich natürlich Respekt, wie es sich gehört im Battle Rap. So muss das sein. So muss das sein. Gib auch Kim Respekt. Gib auch. Übertreib dich. So. Oh, jetzt alle zu viert. Jetzt alle zu viert. Furkan guckt noch nach Möglichkeiten. Auf jeden Fall, wir haben hier fast nur Jungs in der Crowd. Wir haben, ich hoffe, die Frauen gut supportet, wie es nur geht. Ne? Wir sind auf jeden Fall dankbar, dass ihr so ein krasses Battle gemacht habt. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden, wer von den Vieren, wer von den Teams gewonnen hat. Aber ist eigentlich scheißegal. So, wir haben ein geisteskrankes Match bekommen. Und wenn die oder sie nochmal kommen sollten oder noch ein Rematch machen sollten, schreibt es auch in die Kommentare. Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Und ja, Big Difference. Checkt auf jeden Fall Raigeki ab. Vielen Dank an euch vier. Ihr wart geisteskrank. Ihr seid sowieso Legende bei Big Difference. Ein Applaus ist das wert. Ja, du kannst deinen Song promoten. Danke sehr. Mein neuer Song, Sorry, ich bin boring, ist jetzt draußen. Checkt den ab, yo. Ich bin da nackt im Video. Ich hab wirklich dicken. Ich glaube, die wollen noch ein Rematch machen. Auf jeden Fall, Big Difference. Vielen Dank, wir sind raus. Oh.